Vielen Dank. Hallo, liebe Leute. Hi, es ist soweit, die beste Klasse Deutschlands. Geht wieder los. Es geht los. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Skala von 1 bis 10, 11 aufgeregt. Und dahinter ist das Studio, ja. Dahinter sind die Klassen. Die ganzen Klassen. Aber wir müssen da jetzt raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Viel Spaß, Clary, das wird geil. Ja, wir gehen das hier auf. Tor auf. Hallo? Ziehen. Ah. Oh. Los geht's. Geht los. Los geht's. Ja! Yeah! Yeah! Jetzt geht es endlich wieder los. Die beste Klasse Deutschlands mit der ersten Wochenshow aus Erfurt. Wir sind Clarissa und Tobi. Hallo! Hallo! Mensch, es hat lange gedauert, aber jetzt geht es wieder los. Die beste Klasse Deutschlands 2021. Schön, dass ihr da seid. Toll, toll, toll. Ja, liebe Leute, wir sind die Neuen. Das ist Clary. Und das ist Tobi. Schönen guten Tag. Und eine Sache ist aber, wie immer, wir suchen die beste Klasse Deutschlands. 16 Schulklassen treten dieses Mal gegeneinander an. Ja. In 4 Wochenshows, also immer, Adam Riese, 4 Klassen gegeneinander. Und alle, ihr alle und noch 12 weitere Klassen, kämpfen um das hier. Und das ist das Ticket zum Superfinale. Das Superfinale, das wir am 30.10. im ersten spielen. Alle Klassen müssen wissen, Teamwork, aber auch Strategie und Taktik unter Beweis stellen. Denn das alles braucht man, um die beste Klasse Deutschlands zu werden. Denn es geht ja hier auch nicht um irgendwas, es geht um einen phänomenalen Preis. Yes. Wir haben uns was Neues überlegt, denn wir dachten, eine Klassenfahrt ist vielleicht in diesem Jahr nicht so eine gute Idee. Wer weiß, was dann irgendwie wieder mit Corona ist. Wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht. Haltet euch fest, denn die beste Klasse Deutschland wird jede und jeder aus der Klasse ein niegelnagelneues Tablet bekommen. Yes! Yes! Wir haben uns gedacht, oben drauf packen wir noch einen Workshop, mit dem ihr lernt, selber Filme zu schneiden. Ist das cool oder ist das cool? Also ich finde es ganz schön cool. Ich finde es ganz schön cool. Und jetzt wollen wir mal die ersten Klassen kennenlernen, die heute in unserer ersten Wochenshow dabei sind. Wir beginnen mit den beiden Klassen zu Clarys und meiner Rechten. Das sind Teams Lila und Teams Gelb und die kommen heute aus Radebeul und aus St. Louis. Die 7. Klasse vom Gymnasium Luisenstift aus Radebeul in Sachsen. In der ersten Reihe sind Eva. Sie weiß alles über Haustiere und kickt gerne auf dem Fußballplatz. Und Vincent. Der Karatekämpfer löst Probleme am liebsten mit Köpfchen. Und sie treten an gegen die 7. Klasse des Robert-Schumann-Gymnasiums St. Louis im Saarland. Für sie in der ersten Reihe Luisa. Sie schwingt das Tanzbein bei der Garde und den Wanderstock bei den Pfadfindern. Und Santiago. Sein treuer Begleiter ist sein Mountainbike. Bei Leichtathletik gibt er alles. Eine sportliche erste Reihe hier. Luisa, ich weiß ja, dass du seit der ersten Klasse keine Folge verpasst hast. Beste Klasse Deutschlands. Bist also richtig Fan. Ja. Ja, wie ist das Gefühl, jetzt hier dabei zu sein? Richtig cool auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich schon riesig. Macht mal richtig Lärm hier. Also die Klasse ist auch gut drauf. Da bin ich mir sicher. Gehen wir noch mal rüber zu Team Lila, Eva und Vincent aus Radebeul. Habt ihr euch denn vorbereitet? Ja. 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 Und wie? Wir haben das Quiz gespielt und Wissenssendung angeschaut. Ja. Und wir wurden auf jeden Fall von unserer Klasse da sehr unterstützt bei dem Ganzen. Cool, so ein kleines Trainingslager habt ihr eigentlich. Ja. Also das klingt richtig gut. Applaus auch für Radebeul, schön, dass ihr dabei seid. Yes, sehr gut. Ja. Vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Konkurrenz macht. Ja, die schläft nämlich nicht. Nee, auf der linken Seite sitzen Team Pink und Team Blau aus Regensburg und aus Köln. Die 7. Klasse des Leonardo da Vinci Gymnasiums aus Köln in Nordrhein-Westfalen. In der ersten Reihe kämpfen heute Nelly.
die Nachwuchsschauspielerin Gärtnert am liebsten im Schrebergarten. Und Marley, der Karatekämpfer, steht voll auf chemische Experimente. Ihre Gegner sind die 7. Klasse vom Goethe-Gymnasium Regensburg in Bayern. Für sie steigen heute in den Ring Antonia, die coole Rampensau, behält die Nerven und zupft die Saiten der Harfe. Und Jonas, bei Streitigkeiten ist er der Schlichter, beim Musikmachen der Gitarrist. Herzlich willkommen an euch alle. Antonia, du spielst Harfe. Ja. Das ist ein Instrument, wo man, glaube ich, ein bisschen eine Ruhe auch weghaben muss. Meinst du, das hilft dir heute in der ersten Reihe hier einen kühlen Kopf zu bewahren? Vielleicht. Ja? Wie seid ihr beiden denn ausgewählt worden? Warum sitzt ihr hier vorne? Also wir haben uns in der Klasse beratschlagt und die Lehrer ein bisschen beratschlagt. Und dann haben wir ja so ein kleines Casting gehabt sogar. Und dann wurden wir zwar ausgewählt. Okay, cool. Wir drücken euch an die Daumen, macht nochmal richtig Lärm. Jetzt sind wir in Köln bei unserem blauen Team. Wie habt ihr euch vorbereitet als Klasse? Wir haben einmal an einem Tag alle Quizfragen mitgebracht und die uns dann gegenseitig in der Klasse gestellt. Cool, also wirklich richtig vorbereitet. Ja. Das ist jetzt hier nicht ein Versuch für euch, ihr wollt das Ding holen. Ja. Absolut. Wollt ihr das Ding holen? Ja! Alles klar, sehr gut. Ich finde, es wird jetzt auch langsam Zeit. Wir starten jetzt die Show. So tolle Klassen. Richtig gut drauf. Ja, ich finde es sehr gut. Spannend. Wir kommen zur ersten Frage, liebe Leute. Ich will von euch wissen, was benutzen Meteorologen bei ihrer Arbeit? A. Balance. B. Luftschlangen. Oder C. Konfetti. Ihr alle dürft abstimmen. Punkte gibt es nur, wenn die erste Reihe sich auch richtig entscheidet. 10 Sekunden habt ihr Bedenkzeit und die laufen ab. Jetzt. Ballons, Luftschlangen oder Konfetti? Was brauchen Meteorologen? Ich muss noch beraten. Ah ja. Okay. Eieiei. Eva und Vincent, ihr wart einen Tick zu langsam. Und Antonia und Jonas auch, also Team Lila und Team Pink, haben nichts eingewählt. Und Team Gelb und Team Blau haben sich für A, die Ballons, entschieden. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr müsst es wirklich in diesen 10 Sekunden schaffen. Ne? Gut, also wir haben hier zweimal A für Ballons. Wir haben zweimal A für Ballons. Und wir gucken uns jetzt an, was die richtige Lösung ist. Was machen Meteorologen? Meteorologen sagen unter anderem das Wetter vorher. Nehmen Daten, sammeln Dinge, die mit der Luft, mit dem Luftdruck, mit der Temperatur, mit der Luftfeuchtigkeit zu tun haben. Ja. Und diese Daten, die brauchen sie. Und um die zu bekommen, benutzen sie folgendes Arbeitsgerät. Ein Ballon. Richtiges Antwort A. Richtiges Antwort A. Und damit gibt es die ersten Punkte für heute. Es gibt Punkte für Team Gelb aus St. Louis und für Team Blau aus Köln. Und sagenhafte 17 Punkte bei beiden Klassen erspielt. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst wirklich innerhalb der 10 Sekunden abstimmen. Sonst zählt eure Stimme nicht. Auch nicht die von den Klassen hinten dran. Ja. Ganz wichtig. Keine Sorge, es war die erste Runde. Und es gibt auch noch eine Neuerung, die ab jetzt freigeschaltet ist. Und zwar gibt es einen Booster. Das ist ein Verdopplungsjoker. Den könnt ihr einmal in der Sendung setzen, mit Ablauf der 10 Sekunden den Booster aktivieren. Und dann zählen die Punkte, die ihr bei dieser Frage erspielt, doppelt. Ja? Wie das aussieht, Eva, hau doch mal da vorne bitte auf den Buzzer. Jawoll. Jawoll. So klingt das. Dann wissen wir und alle anderen auch, okay, diese Klasse hat ihren Booster aktiviert. Mhm. Überlegt es euch gut, wann ihr den einsetzen wollt, aber das kann ordentlich Punkte regnen dann. Machen wir erstmal weiter. Ja. Ja. Hier kommt die Frage 2. Es geht um Bücher und ich möchte von euch wissen, auch von euch zu Hause, gerne mitraten, von welcher erfolgreichen Buchreihe erschienen bislang schon insgesamt 15 Bände? Ist es A. Eragon, B.
die drei Fragezeichen oder C, Gregs Tagebuch. Leseratten, ha, hier wurde schon geboostert. Eure 10 Sekunden laufen ab jetzt. Denkt dran, 10 Sekunden, einloggen, unbedingt einloggen. Die ersten Reihen müssen unbedingt drücken, sonst zählen eure Stimmen nicht. Und ich will jetzt natürlich als allererstes mal wissen von Antonia und Jonas. Ihr habt geboostert sofort, noch bevor die 10 Sekunden losgingen. Ja. Ihr seid euch also sehr, sehr sicher. Getippt habt ihr C, Gregs Tagebuch. Ja. Ja. Wer von euch ist hier so ein Fanboy oder Fangirl? Also ich könnte mir vorstellen, also ich habe letztens in der Buchhandlung den 15. Band, ich habe ihn auch schon gelesen, gesehen. Ja. Ich habe auch alle zu Hause alle Bände. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere den auch schon gesehen hat. Da sehe ich nicken. Es dadurch dann vielleicht gut Punkte geben könnte. Verstehe, verstehe. Ja, da sind sich alle Klassen auch einig. Mhm. Haben alle auf Gregs Tagebuch getippt. Und ich sag mal so, es gibt 15 Bände. Mhm. Das 16. steht auch schon in den Startlöchern. Und es ist die Buchreihe Gregs Tagebuch. Sehr gut. Sehr richtig. Sehr, sehr gut. Da hat sich der Booster für Team Pink aus Regensburg auf jeden Fall gelohnt. Wir gucken jetzt einmal auf die Punkte, die ihr gerade erspielt habt. Da waren 20, 19, 11 und 18 in Radebeul. Mit dem Booster macht das 40 Punkte für Team aus Regensburg. Punkte. Sehr gut. Auf jeden Fall. Das ist ordentlich, das hat sich richtig gelohnt. Und deshalb schauen wir jetzt einmal, wie es insgesamt steht. Wir gucken auf den Gesamtpunktestand. Den sehen wir jetzt gleich hier auf dem Studioboden. Und da sehen wir, dass das Team aus Regensburg, Team Pink, 40 Punkte hat und sogar in Führung gegangen ist. 36 Punkte bei unserem blauen Team aus Köln, 28 Punkte Team Gelb, Saarlouis und 18 Punkte für Team Lila, Radebeul. Überhaupt nicht schlimm, wir spielen noch etliche Runden. Ihr habt absolut noch viele Chancen aufzuholen. Ja, aber mit diesem Punktestand gehen wir in die nächste Runde. Wir haben nicht nur Fragen für euch, wir haben auch Spiele und Experimente. Und das erste Experiment, das erleben wir jetzt gleich. Und das wird gerade in diesem Moment hinter der Wand vorbereitet und gleich durchgeführt von meiner geschätzten Kollegin, Frau Professor Dr. Clarissa von der Funkenstange. Bitte sehr. Hallo, Clarissa. Das ist zu früh. Das ist wirklich? Ich glaube, es ist Oktober. Oh, na gut. Okay. Also. Ja, dann nicht. Genau. Dann mache ich die Wunderkerzen halt aus. Aber weißt du, ich mag Wunderkerzen halt einfach so gerne. Und das Spannende ist, natürlich, wenn ich die Wunderkerzen jetzt ins Wasser reinschmeiße, dann gehen die aus. Dafür muss man nicht Sheldon Cooper oder Checker Tobi sein. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die Wunderkerzen auch unter Wasser dazu zu bringen, dass sie weiter brennen. Dafür muss ich nur ein bestimmtes Hilfsmittel nehmen und sie damit behandeln. Mhm. Und hier kommt nämlich meine Frage an euch zu Wunderkerzen. Was muss man machen, damit die Wunderkerzen auch unter Wasser weiter brennen? Muss ich sie A, vorher in Spiritus tauchen? Oder B, mit einem Föhn vielleicht vorheizen, um sie auf die richtige Temperatur zu bringen? Oder C, mit Klebefilm umwickeln? 10 Sekunden laufen ab jetzt. Es wird sich ganz fleißig beraten. Da! Wir haben sogar einen Booster. Team Radebeul, Team Lila will unbedingt aufholen. Ich habe gerade Eva und Vincent gesehen, wie ihr euch richtig intensiv ausgetauscht habt, nachdem Clari das Experiment einmal vorgestellt hat. Was ist euch durch den Kopf gegangen und warum aktiviert ihr sogar den Booster? Also wir hatten das letzte Woche in Chemie und zwar da der Spiritus. Die Wunderkerze lässt die länger brennen, weil da also der Spiritus lässt die irgendwie länger brennen. Spiritus ist ja ein sehr entflammbarer Stoff. Ja. Das stimmt. Und ihr sagt, der Spiritus macht, dass die Wunderkerze länger brennt und dann vielleicht eben sogar unter Wasser. Ist euer Guess. Okay. Clari, dann wollen wir doch jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Also es haben sich ja auch viele für den Spiritus entschieden. Yes. Deswegen würde ich sagen, Eva, wir probieren das einfach mal aus. Ich tauche die Wunderkerzen jetzt hier in den Spiritus ein.
Und das ist wirklich sehr entzündbar. Deswegen. Ich mache mal einen Schritt zurück. Ein Abstand. Abstand. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Also, ihr seht, der Spiritus brennt ab, aber brennen sie auch unter Wasser? Nee. Nein. Nein. Leider nein. Der Spiritus ist es nicht. Ich würde einfach mal was anderes ausprobieren. Ja, mach mal was C, was hier unser Team aus Regensburg probiert hat. Ihr habt euch für C entschieden. So, ich habe jetzt hier mehrere Wunderkerzen mit Klebefilm entwickelt. Und dann zünde ich das auch an. Das ist eine Bombe jetzt, ne? Ja. Wunderkerzen, wow. Ich liebe sie. So, und jetzt. Und tatsächlich! Weiter! Die Wunderkerzen brennen unter Wasser weiter. Krass, krass. Regensburg jubelt, ihr habt auf C gesetzt. Das ist die richtige Antwort. Wow! Wow! Wie das funktioniert. Eine normale Kerze braucht ja Sauerstoff aus der Luft. Die Wunderkerze enthält Bariumnitrat. Und Bariumnitrat setzt selber Sauerstoff aus, wenn es eben brennt. Mhm. Daher braucht die Wunderkerze den Sauerstoff aus der Luft nicht und kann unter Wasser weiterbrennen. Allerdings wird sie vom Wasser eben abgekühlt. Und deshalb geht sie aus. Und wenn wir mehrere Wunderkerzen aber mit Klebefilm umwickeln, dann ist das so, als hätten die eine warme Jacke an. Und dieser Klebefilm hält eben den Sauerstoff und auch die Wärme drin und dadurch können die weiterbrennen. Krass. Wahnsinn, oder? Ist abgefahren. Total, Jonas hat sehr wissend genickt. Faszinierend. Applaus für unser Team aus Regensburg. Sehr, sehr gut. Der Booster hat sich also leider hier nicht gelohnt. Aber keine Sorge, wir haben ja noch einige Runden. Wir gucken uns als erstes mal an, wie viele Punkte nach dieser Runde vergeben wurden. Nach Regensburg gehen 5 Punkte. Immerhin. Sehr gut, schlecht. Immerhin. Da sitzen noch ein paar Asse hinten dran. Und Köln, Saarlouis und Radebeul gehen für diese Runde leer aus. Es gibt noch eine weitere Neuerung hier bei uns, bei der neuen besten Klasse Deutschlands. Mhm. Wir haben nämlich prominente Unterstützung ab heute. Ziemlich. In jeder Sendung werden uns zwei junge Frauen unterstützen, die ihr hundertprozentig alle kennt. Ihr kennt sie 100 pro. Komm, wir machen ein Rätsel draus. Wir machen ein Rätsel draus. Ja. Sie kommen aus Stuttgart. Mhm. Sie haben, glaube ich, knapp 30 Millionen Follower bei Instagram und TikTok. Und sie fangen mit L an und hören mit A auf. Na? Ruf mal rein. Lisa und Lena. Lisa und Lena, meine Damen und Herren. So ist es. So ist es. Genau. Ja. Und die beiden, die unterstützen uns immer bei den Fragen so ein bisschen. Und das tun sie jetzt zum allerersten Mal. Wir gucken uns mal an, was Lisa und Lena diese Woche für uns ausprobiert haben. Aufpassen. Das ist die Rogue Shipping Show Gruppe der Melsimer Turngemeinde. Und wir dürfen heute beim Training dabei sein. Mhm. Okay. Hi. Mega cool. Ihr seid ja mal mega krass. Und jetzt du, Lisa, komm. Nee. Ihr seid so krass und vor allem so viele. Habt ihr alle zusammen angefangen? Nee, also wir haben alle unterschiedlich angefangen. Von 6 Jahren bis 30 Jahre sind alle dabei. Aber dauert bestimmt noch lange zu üben, oder? Zu trainieren. Also für dich sehr lange. Für mich, ja, für euch easy peasy. Ja, also die Sprünge an sich sind alle einfach für uns, aber das Zusammenkommen, dass wir das auch alle immer synchron machen, das ist schon manchmal eine Herausforderung. Habt ihr irgendwie so einen kniffligen Sprung oder Routine, die ihr uns zeigen könnt? Ja, da haben wir tatsächlich das Wheel. Wenn ihr Lust habt, können wir euch das gerne zeigen. Hey, ja, mega, dann let's go. Lisa und Lena. Lisa und Lena sind jetzt ab heute jede Woche mit dabei und bringen uns eine tolle Frage und ein tolles Thema mit. Sind wir richtig stolz drauf. Ja. Großartig. Die erste Frage, die Lisa und Lena in diesem Jahr mitgebracht haben, lautet wie folgt. Beim Rope Skipping gibt es die Disziplin Wheel und dafür braucht man A. einen Gummireifen, B. ein Seil aus Draht oder C. 2 Personen und 2 Seile.
habt es gerade gesehen, Lisa und Lena werden es gleich noch für uns ausprobieren. Aber die Frage an euch gibt es vorher. 10 Sekunden Bedenkzeit, laufen ab jetzt. Denkt dran, ihr habt noch 3 Sekunden, müsst noch abstimmen. Schnell und einmal vorbei. Da sind sich alle ziemlich einig. Ja, alle sagen C. 2 Personen, 2 Seile. Tja, Lisa, Lena, wie sieht's aus? Zeigt's uns. Also man braucht 2 Personen und 2 Seile und fertig ist das Wheel. Genau. Aber das hat ja nichts mehr mit normalem Seilspringen zu tun. Ich meine, könnten Lisa und ich da jetzt auch was von machen? Könntet ihr uns was beibringen? Das kriegen wir hin. Ready, set, go und... Vielleicht kriegst du das ja voll gut hin. Genau. Doch, irgendwie habe ich mir das leichter vorgestellt. Genau. Ich habe es nicht gecheckt. Ready, set, go und. Ja, super. Weiter, weiter. Okay, und wir halten an. Was ist passiert? Super. Nein, das war super. Danke. Richtiges Ropeskipping-Talent. Merci. Danke, danke. Ich habe es gar nicht realisiert. Ich so, irgendwie geht es weiter. Gut. Bis dahin. War es dann auch. So, den Rest überlasse ich lieber euch. What? Hey Leute, richtig cool, wirklich mein größter Respekt. Und es ist so cool, dass wir einfach einen Einblick haben durften. Mhm. Aber wir müssen langsam duschen, deswegen ciao, ciao. Ciao. Ich glaube, das hat nichts mit dem Wheel zu tun. Oh Gott. Heieiei. Also, okay. Richtig ist Antwort C. Punkte gibt's für euch alle. Und besonders gelohnt hat es sich für Regensburg mit 17 Punkten. Wir schauen jetzt aber auch mal auf den Gesamtpunktestand, wie es jetzt gerade steht. Regensburg Team Pink mit 62 Punkten führt. Dahinter kommt Köln Team Blau mit 50 Punkten, Team Gelb aus St. Louis mit 41 Punkten und Team Lila aus Radebeul hat 30 Punkte. Applaus! Nicht aufgeben, liebe Leute, Nein. Ihr habt noch alle Chancen. Gebt alles richtig Gas und dann schaffen wir wirklich. Das alle. Ja. Zack. Und wir legen auch gleich los mit einem Spiel. Als allererstes finden wir mal raus, wer jetzt gegeneinander antritt. Es spielen bei den Spielen immer 2 Klassen und wer zuerst spielt, verrät uns unser Videoboden. In der ersten Spielrunde treten gegeneinander an Team Lila Radebeul gegen Team Pink. Regensburg, ihr dürft einmal, ihr zwei in der ersten Reihe, bitte einen Schritt machen vor euer Pult. Stellt euch schon mal vor euer Pult, genau. Bitte. Denn wir spielen jetzt mit euch das Spiel Die richtige Farbe. Die richtige Farbe funktioniert wie folgt. Ihr seht hier auf dem Boden unterschiedliche Felder. Und wichtig ist, die richtigen Felder sind die, bei denen das Wort mit der Farbe übereinstimmt. Das heißt hier zum Beispiel, das ist richtig, grün. Ist in grün geschrieben. Hier drüben ist das Wort gelb in rot geschrieben. Das wäre falsch. Merkt euch als Team die richtigen Felder und stellt euch nach Ablauf der Runde auf diese Felder. Wir spielen abwechselnd. Jedes Team darf 2-mal. Wir fangen an mit dem Team, das gerade in Führung liegt. Das ist Team Pink aus Regensburg. Das heißt, ihr seid die Ersten, die sich die Felder ansehen, merken und sich dann auf die richtigen Felder stellen müssen. Seid ihr alle bereit? Ja. Dann legen wir los. Erste Runde, die richtige Farbe.
Genau hingucken, genau aufpassen. Vorbei. Entscheidet euch, welche Felder. Oh, das ging glaubt flott. Ihr sind richtig, ja. Da wurde Antonio und Jonas haben sich da direkt zück. Zack, zack, gewusst, ihr wo sie hin wollten. Ja, ihr seid sicher? Ja. Gut. Dann loggen wir das ein und schauen mal, ob ihr euch richtig entschieden habt. Jawohl! Jonas steht richtig. Ein Punkt. Wie sieht's bei Antonia aus? Ah, Antonia steht richtig! Super, zwei Punkte gehen an Team Pink aus Regensburg. Ihr dürft wieder zurück. Gerne zurück. Ja, da haben die zwei jetzt schon mal vorgelegt. Mhm. Jetzt seid ihr dran. Team Lila aus Radebeul. Hier kommt eure Runde. Merkt's euch gut. Und entscheidet euch für die Felder. Auch das ging sehr zielstrebig. Ja. Ihr seid euch sicher? Ja. Dann gucken wir, ob ihr richtig steht. Ein Punkt für Vincent. Du stehst richtig. Eva, ob du auch richtig stehst und es einen zweiten Punkt gibt, sehen wir jetzt. Jawohl! Eva steht richtig. Noch ein Punkt. 2:2 Gleichstand. Jetzt kommt die entscheidende Runde. Team Pink, Antonia, Jonas, bereit für eure zweite Runde? Ja. Na dann, los geht's. Aufgepasst. Die Runde geht ein bisschen schneller, das habt ihr gemerkt. Aber auch hier wird sogar Jonas gerannt. Sofort. Wow. Mega zielstrebig. Alles klar, ihr steht fest? Ja. Dann schauen wir mal. Jawohl! Jonas steht richtig. Der dritte Punkt wandert für Team Pink aufs Konto. Was ist mit Antonia? Auch Antonia ist richtig! Ja, Apollo! So, ihr beiden dürft zurück. Regensburg liegt 4:2 in Führung, aber jetzt kann Radebeul nachziehen. Wenn ihr euch beide richtig stellt, dann bekommt ihr beide 20 Punkte auf euer Konto gutgeschrieben. Eva, Vincent, seid ihr bereit? Ja. Dann spielen wir mit euch noch eine Runde die richtige Farbe. Es geht los. Auch hier ist die Runde etwas schneller. So. Aber Eva und Vincent, zielstrebig auf ihre Felder. Wir schauen nach, ob ihr richtig steht. Zack. Ein Punkt für Vincent, sehr gut. Eva, jetzt kommt es drauf an. Stehst du auch richtig? Jawohl! Super! Das heißt, 20 Punkte für Team Lila nach Radebeul, aber auch 20 Punkte für Team Pink nach Regensburg. Großartig gemacht. So, wir machen jetzt mal eine kleine Reise. Oh ja. Ich zeige euch jetzt mal noch, was das Studio alles kann. Wir unternehmen eine Reise in den Dschungel. Hierhin. So, ne, mit Wasserfall. Schön. Alles ganz nett hier. Ich bin gleich ein bisschen Fernweh. Ja, genau. Auf jeden Fall geht es jetzt um ein Tier, das im Urwald lebt, das 10 bis 16 Stunden pro Tag damit beschäftigt ist, zu fressen. Und den Rest der Zeit schläft. Sehr sympathisch. Finde ich auch. Genau, und wir gucken uns jetzt an, wie die Frage zu diesem Tier genau lautet. Pandamännchen, das ist nämlich das Tier, um das es geht, machen gerne Purzelbäume. Und sie A. Essen im Laufen. B. Schlafen im Stehen. Oder C. Pinkeln im Handstand. Ihr habt 10 Sekunden Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Vergesst nicht, ihr müsst unbedingt einloggen in der Zeit. Beratet euch schnell. Und Team Blau und Team Gelb haben auch noch ihre Booster. Ihr habt alle eingeloggt. Jawohl. Oh, okay.
Für die Auflösung möchte ich euch als allererstes am liebsten einfach ein Foto zeigen. Guckt mal, hier ist es unglaublich. Aber was macht das Pandamännchen hier? Es macht einen Handstand und pinkelt. Richtig ist Antwort C. Punkte gehen damit nach Salui. S. 4 Punkte. Ja. Hat eure Klasse erspielt. Also das Pandamännchen macht im Handstand Nummer 1. Soll ich mal erzählen, warum? Ja, Nummer 1, stimmt, genau. Das ist nämlich abgefahren. Das Pandamännchen macht das, weil, wenn ihr das mal genau anguckt, dadurch, dass er auf den Händen steht, pinkelt er ein bisschen höher gegen den Baum, als wenn er sich einfach so gemütlich da hinstellen würde. Ne? Und der Grund ist dann einfach, da kommen andere Pandamännchen vorbei und denken, wow, ist der groß. Wenn der so hoch pinkelt, dann lasse ich das lieber mit dem Revier hier, ist seins. Und Panda-Weibchen, die riechen das und denken, großer Typ, der kann bestimmt toll Babys machen, hier bleibe ich. Das ist tatsächlich der Grund, warum Pandamännchen im Handstand pinkeln. Ja. Aber Tobi, du kannst doch. Mir ist gerade was eingefallen. Ja. Du kannst doch auch ganz gut Handstand. Kann ich. Ja. Soll ich mal Handstand machen? Ja, aber nur, wenn du nicht auf den Boden pinkelst, weil der ist neu. Ja, aber. Studio neu, Boden neu. Geht's auch ohne Pinkeln? Ich kann's ohne Pinkeln versuchen. Zack. Also, was ich nicht verstehen kann, ist, wie man währenddessen noch pinkelt. Ja, es ist alles trocken geblieben. Ich glaube, das würde ich tatsächlich auch nicht hinkriegen. Oh Gott. Wisst ihr was, wer auch noch richtig, richtig coole Moves kann? Noch viel coolere als dein Handschuh. Obwohl, der war schon sehr, sehr cool. Gott sei Dank, danke. Unser nächster Gast. Denn sie ist Hip-Hop-Weltmeisterin und hat mit nur 17, 2019 sogar den Titel für beste Sportlerin des Jahres in 2 Städten abgegriffen, nämlich in Bremen und Bremerhaven. Und jetzt möchte ich einen Riesenapplaus von euch hören für Rieke Jürgens! Das sah fantastisch aus. Mega beeindruckend. Wirklich. Wahnsinn. Wie merkst du dir so eine lange Choreografie? Also wie machst du das? Das ist gar keine Choreografie, das ist alles Freestyle. Das ist alles Freestyle. In dem Moment tanzen und ausdenken. Wow. Krass, krass. Das ist sehr beeindruckend. Krass. Wie lange muss man dafür trainieren, dass man dann einfach so kreativ sagt, okay, von dem Move in den nächsten? Also ich tanze Hip-Hop, seitdem ich 10 bin. Und ja, ganze Zeit üben, ne? Richtig, richtig beeindruckend. Rieke, du hast ja aber uns auch noch eine Frage mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass Hip-Hop-Weltmeisterin Rieke bei ihrer Performance auch Elemente des A, Magnetic Swing, B, Electric Boogie oder C, Atomic Quickstep zeigt. Team Blau und Team Gelb, ihr habt noch Booster offen. Denkt dran, 10 Sekunden laufen ab jetzt. Zum Abstimmen in den Klassen, aber vor allem auch erste Boah, Reihe muss eine Antwortmöglichkeit einloggen. Oh, ganz knapp. Der war gerade noch mit drin. Der war gerade so noch mit drin, der Boost. Ihr habt auf A getippt, Magnetic Swing und geboostert. Aber, liebe Rieke, verrat uns doch mal, was stimmt denn jetzt? Die richtige Antwort ist B, Electric Boogie. Electric Boogie! Das sind Punkte für Team Pink. Ihr habt ganze 12 Punkte tatsächlich gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Was ist denn jetzt so genau dieses Electric Boogie? Ja, viele denken, das ist so Roboter tanzen, aber das ist doch ein bisschen anders. Das ist vergleichbar mit Popping. Popping, was heißt Popping das? Popping heißt, dass man Pop setzt, man spannt ja seinen Arm oder seinen Muskel ganz kurz so an. So. Also ja, man zuckt so. Man zuckt so ein bisschen, also es ist so ganz kurz. Und Electric Boogie ist auch noch mit Wellen. Also die Kombination aus ja, man setzt Pops verschieden und dann kann man auch mal Wellen. Okay. Yeah. Man so cool. Ah, wow. Sehr beeindruckend. Okay. Ja. Rieke Jürgens. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus nochmal für Rieke Jürgens. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Wahnsinn. Ich bin wirklich total baff. Ich finde sowas unfassbar beeindruckend, wenn man so gute Moves kann. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter mit einem schönen Experiment. Denn das hat der Tobi. Yes, 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 yes. Also ich habe das alte Studio ausgeräumt und habe noch ein paar Sachen gefunden. Ja. Unter anderem solche langen Styroporleisten, was auch immer man früher damit gemacht hat. Ich weiß es nicht genau. 20 Stück an der Zahl sind es. Dann habe ich hier 20 so Holzwürfel und tatsächlich 20 alte Baumwollunterhosen. Keine Ahnung, wem die gehören, aber die waren irgendwie auch noch da. Ja, jetzt haben wir keine Zeit zum Wertstoff hochzufahren, natürlich, weil wir müssen hier eine Show moderieren. Aber ich habe noch Aceton gefunden. Ui, zum Glück. Wie kommst du zu so viel Aceton? Ich kenne das eigentlich nur aus dem Nagellackentferner. Da ist es auch drin. Was das hier macht, weiß ich nicht, aber es stand auch noch da hinten rum. Und mit all diesen Gegenständen und all diesen Dingen hat unsere nächste Frage zu tun. Wir wollen von euch jetzt Folgendes wissen. Was kann man vollständig in so einem Gefäß mit Aceton verschwinden lassen? A. 20 Styroporleisten. B. 20 Holzwürfel. Oder C. 20 formschöne Baumwollunterhosen. Was verschwindet in so einem Gefäß mit Aceton? 10 Sekunden habt ihr Zeit und die 10 Sekunden laufen ab jetzt. Salui hat gebuzzert, Team Gelb. Aber denkt auch dran, eure Antwort einzuloggen. 10 Sekunden rum. So, Team Gelb, ihr wart jetzt ziemlich zuversichtlich und habt gebuzzert und hattet auch schon was eingeloggt. Erzähl mal, Santiago. Ja, kennst du dich aus mit Aceton? Oder? Eigentlich nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, was das macht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ätzt und Styropor ist leicht wegzuätzen. Mhm, deswegen, das ätzt, ja. Okay. Ja. Und der Buzzer, weil wir nicht mehr so viele Fragen haben. Ja, vielleicht war das eine weise Entscheidung. Tobi, ich hoffe ja ein bisschen eigentlich darauf, dass es die Baumwollunterhosen sind. Ja. Weil es wäre schön, wenn die verschwinden, aber. Bin ich voll bei dir. Das hat C sich auch gedacht. Entschuldigung, hat Regensburg sich auch gedacht. Ihr habt auch C getippt. Aber weil drei Teams, drei Klassen jetzt gerade sagen, A, die Styroporleisten, ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja. Einverstanden? Gut. Ich nehme also eine solche Styroporleiste und dieses Gefäß ist gefüllt mit Aceton. Und wenn ich das da reintunke, passiert Folgendes. 3, 2, 1, bitte sehr. Wow. Es verschwindet tatsächlich komplett und ich zeige euch, das kriegt man mit dem bisschen Aceton hin, mit 20 von diesen Leisten. Ja, machen wir einfach weiter, zeigt ein bisschen, was geht auch daneben. Es ätzt übrigens nicht ein bisschen, was ist auch an meine Hand gerade gekommen. Sehr cool. Sehr cool. Hier nochmal 5 auf einmal. Ja. Das macht Aceton mit Styropor. Sehr, sehr cool. Richtig ist Antwort A. Und damit gibt es Punkte für Köln, Salui und Radebeul. Schauen wir mal, ob sich der Booster bei euch jetzt gelohnt hat. Wow, die Klasse hat auch mit 15 Stimmen auf A getippt. Das heißt, mit dem Booster kommen hier 30 Punkte aufs Konto. Sehr, sehr gut. So. Tobi, erzähl doch mal, aber wieso funktioniert denn das eigentlich so, wie du das jetzt da verschwinden hast lassen? Es liegt an Folgendem. Styropor ist im Grunde nichts anderes als Polystyrol, so heißt dieser Kunststoff, und der ist aufgeschäumt.
Und wenn man was aufschäumt, dann kommt sehr viel Luft da rein. Ne? Das heißt, zu 98% besteht so eine Styroporleiste aus Luft. Mhm. Das Aceton zerstört die Molekülverbindungen dieses aufgeschäumten Polystyrol. Das heißt, übrig bleibt Luft. Das seht ihr auch an dem ganzen Blubbern, was da drin passiert. Weil die ganze Luft, die eingeschlossen ist, austritt, es blubbert, Styropor verschwindet. Und deshalb war A richtig. Wir werfen mal einen Blick auf die Punkte, die ihr insgesamt bisher gesammelt habt. Team Pink aus Regensburg, 94 Punkte, sagenhaft. Das ist sehr, sehr gut. Team Blau Köln mit 68 Punkten, auch ordentlich. Team Gelb aus Saarlouis hat jetzt mit ihrem Booster noch mal richtig was rausgeholt. 75 Punkte. Und Team Lila Radebeul aber auch nur knapp dahinter mit 65 Punkten. Voll aufgeholt. Super, super gut. Sehr, sehr gut. Aber wir haben auch noch ein weiteres Spiel. Zwei Klassen haben ja noch nicht gespielt, nämlich Team Gelb und Team Blau, Saarlouis und Köln. Kommt bitte vor, ihr zwei werdet jetzt gegeneinander antreten. Und wir spielen Farbmemo. Und wie Farbmemo funktioniert, zeige ich euch jetzt. In unserem wunderbaren Sechseck hier erscheinen gleich außen weiße Felder. Diese Felder, die leuchten dann in verschiedenen Farben abwechselnd auf. Eure Aufgabe ist es dann, euch genau zu merken, wo welche Farbe lief. So sieht das dann aus. Ihr müsst das genau beobachten, weil wenn die Farben durchgelaufen sind, dann frage ich euch zum Beispiel, wo hat es zuletzt grün und blau geleuchtet? Das müsst ihr euch dann gemerkt haben. Und dann müssen sich die zwei, die spielen und dran sind, auf die zwei Felder stellen, von denen sie denken, dass grün und blau zum Beispiel da zuletzt waren. Spiel verstanden? Ja. Alle nicken? Alle nicken. Ja. Die Teams spielen abwechselnd. Wir spielen zwei Runden. Und das Team, das in Führung liegt, fängt an. Und das ist in diesem Fall Team Gelb. Saarlouis. Ihr fangt an. Hier kommt eure erste Runde Farbmemo. Genau aufpassen. Wir suchen die beiden Felder, wo als letztes blau und rot zu sehen war. Los geht's. Los geht's. Stellt Scheidet euch. Santiago hat sogar gesagt, ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, ich hab Mist. Okay. Okay, ihr müsst euch trotzdem entscheiden. Ja. Ihr steht, dann gucken wir, ob ihr recht hattet und lösen auf. Da wäre blau gewesen. Eine Chance habt ihr noch für einen Punkt. Auch nicht. Leider auch falsch. Alles klar. Keine Punkte für euch. Aber macht nichts. Wir spielen noch eine Runde. Ja. Außerdem muss Team Blau aus Köln jetzt erstmal nachziehen. So ist es. Seid ihr bereit für eure erste Runde Farbmemo? Ja. Jo. Eure Aufgabe, wo hat es zuletzt gelb und grün geleuchtet? Okay. Könnt ihr euch kurz beraten, dann müsst ihr euch auf die Felder stellen. Und wenn ihr sagt, das ist eure finale Wahl, dann loggen wir das ein. Ja? Ja. Gut, Nanny, war ziemlich sicher. Alles klar, wir schauen, ob ihr richtig steht. Gelb war es nicht. Gelb habt ihr nicht getroffen. Eine Chance gibt's noch. Nelly steht richtig. Das gibt einen Punkt für Team Blau nach Köln. Und damit geht ihr in Führung. Santiago, Luisa, seid ihr bereit für eure Runde 2 Farbmemo? Wir
Wir suchen Blau und Gelb dieses Mal. Oh, Luisa war sich jetzt sehr sicher. Mhm. Santiago, diesmal aufgepasst? Ja. Ja? Okay, dann lösen wir es auf. Santiago steht richtig. So, Luisa, stehst du auf Gelb, ist jetzt die Frage. Tust du! Jawohl! Damit zieht Team Gelb 2-1 an Team Blau vorbei. Aber auch ihr habt ja noch eine zweite Runde. So ist es. Genau aufpassen, wir spielen die letzte Runde Farbmemo. Wir wollen von euch wissen, wo hat es zuletzt grün und blau geleuchtet? Stellt euch auf die Felder. Dann machen wir es. Okay. Kurz meine abgestimmt. Ich finde das super bei euch. Kurz abgestimmt, einmal angeguckt, zack, ist das verteilt. Entschieden. Dann schauen wir, ob ihr richtig steht. Eins ist leider schon mal falsch. Grün habt ihr nicht getroffen. Was ist mit der anderen Farbe? Ihr jetzt könnt jetzt noch gleich ziehen. Jawohl, das macht ihr. Tut ihr. Damit 2 Punkte für Team Blau und 2 Punkte für Team Gelb. Das heißt für beide Klassen 20 Punkte auf Punktekonto. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Letzte Runde vor dem großen Finale. Und es geht um eine verbotene Frucht. Das ist eine Durian. Und jetzt kommt meine Frage. Durianfrüchte sind in einigen asiatischen Ländern in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln verboten, weil sie A. messerscharfe Stacheln besitzen, B. explodieren können, wenn sie überreif sind, oder C. einen scheußlichen Gestank verbreiten. Was glaubt ihr, warum ist die Durian in manchen asiatischen Ländern verboten? Stimmt ab und lockt vor allem in der ersten Reihe ein. Gut, ihr habt gewählt. Und ihr seid euch alle sicher, C. C, okay. Ich kriege ein bisschen Angst. Warum C? Ja, ich bilde mir ein, dass ich das schon mal in einer Reportage gesehen habe, dass es davon zum Beispiel auch Eis gibt und dass sie immer gesagt haben, es schmeckt sehr lecker, aber das einzig Negative ist, dass es stinkt. Okay, na gut. Vincent ist sich da sicher. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben tatsächlich eine Durian hier und die wollen wir uns natürlich mal anschauen und vielleicht herausfinden, ja, was da stimmt. Ich gehe lieber auf Sicherheitsabstand. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. So, ich bin hier gegen alle möglichen Folgen gewappnet. Ja, ich bleib mal lieber hier ein bisschen auf Abstand, okay? Okay. Ich teste das einmal alles durch, ja? Ja. Du bist ein bisschen unser Versuchskaninchen, also... Ihr seid alle bereit? Kann sie explodieren? Explodiert ist sie irgendwie schon mal nicht. Aber vielleicht ist sie auch nicht überreif. Ja, also die Dinger sind schon spitz und so weiter, aber jetzt auch nicht messerscharf, ne? Mhm. Und wenn ich fest drücke, explodiert sie auch nicht. Ich nehme jetzt mal das Nasending ab. Es ist richtig widerlich. Es riecht sich so nach eingeschlafenen Füßen. Das ist super eklig. Ich muss auch gestehen, ich habe es eigentlich auch schon gemerkt, als du reinkamst, weil ich habe ja nicht so eine tolle Klammer. Es ist Antwort C. Ja, danke, das ist sehr nett von dir. Es ist Antwort C. Sie stinkt wirklich unfassbar. Geh bitte. Ja. Ja, willst du noch? Ja, okay. Dankeschön, Tobi. Bring die Durian wieder weg. Die gute Nachricht ist ja, ihr habt alle auf die richtige Antwort getippt. Aber die Frage ist, hat sich das gelohnt? Wie viele Punkte wandern in dieser letzten Frage auf die jeweiligen Klassenkonten? Das wollen wir jetzt sehen. Boah, Team Pink 19, Team Blau ebenfalls 19. Und hier drüben Team Gelb 13 Punkte und Team Lila 15 Punkte. Das ist ordentlich. Wir schauen jetzt noch einmal, bevor es in unser Finale dieser Wochenshow geht, auf den Gesamtpunktestand. Denn die Punkte sind sehr, sehr wichtig bei The Split.
Wow, Team Pink mit 113 Gesamtpunkten. Team Blau aus Köln 107. Ja. Team Gelb Saarlouis 108 Punkte. Wahnsinn. Und Team Lila aus Radebeul mit 80 Punkten. Geht ihr ins Finale? Keine Sorge, es ist wirklich alles drin. Es muss gar nichts heißen, auch wenn ihr jetzt unter 100 Punkten liegt. Gar kein Thema, denn bei The Split kann sich noch alles drehen. Wir sind im Finale angekommen. Wir spielen The Split und das funktioniert folgendermaßen. Die Punkte, die ihr erspielt habt, die müsst ihr jetzt gleich setzen. Ihr bekommt wieder eine Frage, drei Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst die Punkte, alle Punkte, die ihr habt, setzen. Ihr könnt selbst entscheiden, setzt ihr sie auf eine Antwortmöglichkeit, auf zwei oder auf alle drei. Wichtig ist nur, die Punkte, die auf falschen Antwortmöglichkeiten liegen, die sind danach futsch. Und das Team, das die wenigsten Punkte auf die richtige Antwort gesetzt hat, ist danach raus. Soweit anders klar. Als in den Vorrunden können eure Klassen jetzt nicht abstimmen, aber ihr könnt euch mit euren Klassen beraten. Danach starten wir einen Countdown von 30 Sekunden. In diesen Sekunden muss die erste Reihe entscheiden, wie viele Punkte ihr auf welche Antwortmöglichkeiten setzt. Okay? Bereit für die erste Runde The Split? Dann schauen wir uns jetzt erstmal ein Video dazu an. Ja. Ein sehr außergewöhnlicher Tanz. Kann man so sagen. Mit diesem Tanz hat die erste Frage unseres Finales, The Split, zu tun. Und diese Frage lautet wie folgt. Die Nationalmannschaft welchen Landes führt vor Rugby-Spielen diesen seltsamen Tanz auf? A. USA. B. Australien. Oder C. Neuseeland. Setzt euch bitte die Masken auf. Erste Reihe, ihr habt jetzt Zeit, euch mit eurer Klasse zu beraten. Vielleicht gibt es die eine oder andere, die sich mit Rugby auskennt. Die Nationalmannschaft welches Landes führt vor Rugby-Spielen diesen seltsamen Tanz auf? A. USA. B. Australien. C. Neuseeland. Ihr habt jetzt Zeit, eure Punkte zu setzen auf die Antwortmöglichkeiten, und zwar 30 Sekunden ab jetzt. Überlegt es euch gut. Es kommt hier auf Taktik und Strategie an, eure Punkte sinnvoll zu verteilen. Oder auch nicht, wenn ihr euch sicher seid. 10 Sekunden habt ihr noch. Dann müssen die Punkte verteilt sein. Nicht verteilte Punkte gehen verloren. So, ihr habt alle gesetzt. Als erstes lösen wir mal auf. Der Tanz, den ihr da gesehen habt, den nennt man Haka. Früher wurde der vor allem von Indigenen, also von Ureinwohnern, getanzt. Und das vor allem auf Festen. Und die Indigenen, von denen ich hier spreche, die Ureinwohner, die heißen Maori und kommen aus C. Neuseeland. Alle Klassen freuen sich, denn alle haben schon mal Punkte auf C gesetzt. Die Frage ist aber, wie viele Punkte habt ihr auf die richtige Antwort gesetzt? Darum geht's. Auf jeden Fall eine Runde weiter bei The Split und weiterhin mitspielen darf nur eine von euch vier Klassen. Denn nur eine Klasse hat am meisten Punkte auf die richtige Antwort gesetzt. Und diese Klasse, die sich jetzt für einen kurzen Moment entspannen kann,
ist die Klasse von Team Gelb. Ihr seid auf jeden Fall weiter. Unser Team aus Kalui, 92 Punkte habt ihr gesetzt auf Neuseeland. Sehr gut. Ihr könnt euch entspannen. Die nächste Klasse, die sich auf jeden Fall schon mal freuen kann, in die nächste Runde des Split zu kommen, ist Team Pink. Zwei Klassen sind noch im Rennen, aber eine von diesen zwei Klassen muss uns jetzt verlassen. Die Klasse, die ein paar Punkte mehr gesetzt hat und damit auf jeden Fall in der nächsten Runde The Split ist, kommt aus Radebeul! Team Lila ist weiter mit dabei! Und deswegen müssen wir uns an dieser Stelle leider vom Team Blau aus Köln verabschieden. Großen Applaus für Team Blau aus Köln. Vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr dabei wart. Es war ganz knapp am Ende. Ja, wirklich 4 Punkte Unterschied. Aber Heidenei. Die macht es manchmal aus. So ist es. Und jetzt heißt es wieder konzentrieren. Anspannung steigt wieder. Wir machen weiter mit Frage 2 von The Split. Und es geht um Tiere. Woran erkennt man sofort, dass Pferde, Hasen und Eichhörnchen Fluchttiere und keine Raubtiere sind? Liegt es A an den Ohren oder B an der Nase? Oder C, erkennt man es an den Augen? Ihr dürft euch in den Klassen beraten. Erste Reihe bitte, Masken auf. Kurze Beratungszeit ist gestattet. Gut, erste Reihe, kommt bitte zurück. Beratungszeit ist vorbei, setzt euch bitte wieder hin. Erste Reihe hat jetzt 30 Sekunden Zeit, ihre Punkte zu setzen. Ab jetzt. Schon nicht so easy? Nee. Ich denke, alle drei Körperteile sind wichtig, wenn ich fliehen will. Ja, oder wenn ich eben auch jagen möchte. Richtig, stimmt. Okay. Ihr habt noch 5 Sekunden, um Punkte zu verteilen. Und wir loggen ein in 2, 1 und vorbei. So. Wir schauen uns mal zur Auflösung ein Bild an. Und ich finde, man kann relativ schnell erkennen, dass die Augen des Pferds sehr seitlich am Kopf positioniert sind. Das Pferd dadurch ein viel breiteren Blickwinkel hat, was sehr wichtig ist, um zu fliehen. Richtige Antwort ist also C, die Augen. Alle drei Teams haben Punkte auf C gesetzt und wir gucken uns zuerst an, wer auf jeden Fall eine Runde weiter ist, wer hat die meisten Punkte auf C gesetzt. Eine von euch drei Klassen ist jetzt direkt eine Runde weiter und spielt weiter mit uns The Split. Ja. Und diese Klasse kommt aus Salui! Team Gelb! Hi. Team Gelb ist weiter mit 92 Punkten. Waren sich sehr sicher? Sehr sicher. Zwei Klassen müssen hier aber noch zittern. Sie haben beide Punkte auf die richtige Antwort gesetzt. Aber welche hat mehr Punkte auf C gesetzt? Eine Klasse kommt ebenfalls weiter. Und von einer Klasse müssen wir uns leider verabschieden. Und die Klasse,
die auf jeden Fall weiter ist, kommt aus Radebeul, Lina! Das heißt, leider ist das tolle, sehr gute Gymnasium aus Regensburg damit raus. Ihr habt super, super gut gespielt. Großen Applaus! In der letzten Runde hat es nicht gereicht. Toll, dass ihr dabei wart. Danke euch sehr. Radebeul, unser Louis, Team Gelb und Team Lila haben alle Punkte auf die richtige Antwort gesetzt und gehen damit jetzt in die letzte Runde von The Split. Mit Radebeul 75 Punkten, Saarlouis 92 Punkten. Ja, ist spannend, aber ihr habt schon gemerkt, es heißt nichts, wenn man jetzt mehr Punkte hat oder nicht. Man muss sie eben auch taktisch gut setzen. Wir kommen zur dritten und letzten Runde, The Split. Die Frage lautet, die sogenannten Algorithmen bestimmen, was wir auf Suchmaschinen und Videoportalen finden, und benannt sind sie nach A. dem altgriechischen Wort für hochwichtig, B. einem arabischen Gelehrten des Mittelalters oder C. einer amerikanischen Softwarefirma. Eure Beratungszeit mit eurer Klasse startet jetzt. Leute, Janik, überlegt gut. Janik sagt B. Algorithmus. Algorithmus. A. altgriechisches Wort für hochwichtig. B. ein arabischer Gelehrter des Mittelalters. Oder C. eine amerikanische Softwarefirma. Eure Beratungszeit ist zu Ende. Erste Reihen kehrt bitte zurück. Die Zeit, um eure Punkte zu verteilen, beginnt jetzt. 30 Sekunden. Ihr müsst jetzt taktisch klug verteilen und gut mit euren Punkten arbeiten und umgehen. Ja. Für die alles entscheidende Runde. Jetzt geht's um den Einzug ins Superfinale. Am 30.10. im ersten. Oh. Und vorbei. So, ich mache es kurz und knapp. Die richtige Antwort kann ja nur eine sein. Und es verhält sich folgendermaßen. Das Wort Algorithmus, das beschreibt, wie Computerprogramme, wie Suchmaschinen funktionieren, wie sie gesteuert werden, ist benannt nach einem arabischen Gelehrten des Mittelalters B. B ist richtig. B ist richtig. Aber welche Klasse hat wie viele Punkte auf die richtige Antwort B gesetzt? Darum geht's. Nur ein Team kommt ins Superfinale von die beste Klasse 2021. Radebeul oder Saarlouis? Welches Team ist es? Es ist Team Gelb aus Saarlouis! Herzlichen Glückwunsch! Vielen, vielen Dank an das Gymnasium Wiesenstift aus Radebeul. Großen Applaus auch für euch. Super, super gespielt. Super gekämpft. Großen Applaus. Kommt alle nochmal. Großen Applaus. Das an hier von mir in die Hand gedrückt. Zack. Euer Ticket ins Superfinale. Das Team aus Saarlouis. Team Gelb aus Saarlouis gesetzt und Radebeul Team Lila leider 0 Punkte auf die richtige Antwort. Und daher ist es Team Gelb geworden. Tja, so ist das bei The Split. Wenn man sich mit den Punkten verzockt, dann ist man ganz schnell raus. Aber super gekämpft haben alle vier Klassen. Das war's von unserer ersten Wochenshow. Wir feiern hier noch ein bisschen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns gerne, wenn ihr wollt, nächsten Freitag wieder 19.30 Uhr. Zur nächsten Wochenshow. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann geht doch mal auf www.diebesteklassedeutschlands.de. Da gibt es eine Online-Challenge nur für euch zu Hause. Und da könnt ihr auch rausfinden, wie wir eigentlich zu unserem Job gekommen sind. Ganz aktuell, das war nämlich gar nicht so easy. Also das schaut da gerne vorbei. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Macht's Bis gut. Dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, mega, Mensch.